Leute. Ich habe War of the Sparks heute dabei. War of the Sparks für mich so der größte Fehler in der Wizards-Geschichte, wegen den Planeswalkern. Und ja, gucken wir uns mal an, was War of the Sparks uns zu bieten hat. Das ist eine kaputte Karte. Geil. Shamarod Stray, 1x1/1 Katze mit Lifelink. Und wenn es ins Spielfeld kommt, kriegt eine +1/+1 Marke. Kriegt die eine +1/+1 Marke für jede Karte, die ja Shamarod Stray heißt. Okay, verstanden. Crunch Wrangler, 2x2/1 Trampel. Wenn ihr ins Spielfeld kommt, immer wenn ihr eine Kreatur mit Stärke 4 oder höher ins Spielfeld kommt, kriegt ihr eine +1/+1 Marke. Uah. Heute ist nicht Redentag, ich merke schon. Kommt getappt ins Spiel, das Gateway Plaza. Und wenn es ins Spielfeld kommt, müsst ihr es opfern, es ist halt ein Mana. Und ihr könnt aber tappen für Mana blühe Farbe. Invading Manticore, 6 Mana, 4-5. Wenn es ins Spielfeld kommt, Amas 2. War Screecher, 2 Mana, 1-3 fliegend. Und für 6 Mana tappen kriegen andere Kreaturen, die ihr kontrolliert, +1/+1 bis wenn es zu ist. Erratic Visionary, 2 Mana, 1-3, 2 Mana tappen, ihr zieht eine Karte und wirft dann eine Karte ab. Unlikely 8, okay. 2 Mana instant, eine Kreatur kriegt +2/+0 und zerstört es, wenn es zu ist. Das ist eine ziemlich gute Karte. Verdammt gute Karte. New Horizon, 3 Mana Verzauberung, ihr verzaubert ein Land und ihr bringt eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur, die ihr kontrolliert. Und das verzauberte Land hat tappen für 2 Mana beliebiger Farbe. Chain Whip Cyclops, 5 Mana 4-4, für 4 Mana kann eine Kreatur des Menesus nicht blocken. Trusted Pegasus, oh, der gute Gideon da hinten. 3 Mana 2-2 fliegend, wenn er angreift, kriegt eine Kreatur, die kein Fliegen hat, fliegen des Menesus. Godfarrow Statue, 6 Mana, Zauber, die ihr castet, kosten 2 mehr zum Casten, die eure Gegner casten wollen. Und zu Beginn des Endsteps verliert jeder Gegner ein Leben. Das ist eine ziemlich coole Karte im Commander, um alle abzufacken. Dreadhorde Twins. 4 Mana 2-2, wenn das Spiel kommt, Amas 2 und Zombie-Tokens haben Trampel. Zombies, nicht Zombie-Tokens. Oh, Zombie-Tokens. D-Spark. 2 Mana Instant. Exilt ihr eine Kreatur mit permanentes mit Mana-Kosten 4 oder weniger. Ne, 4 oder mehr. Mit 4 oder mehr. Ach, weil hier oben gerade der Gott-VO. Okay. Okay. Und unser Rare ist... Wow. Nicol Bolas Dragon God. Für ein rotes, 3 schwarze, 1 blaues hat er alle Fähigkeiten von allen Planeswalkern, die an Bord sind. Und außerdem hat er +1, ihr zieht eine Karte und jeder Gegner exilt eine Karte aus der Hand oder ein permanentes, das er kontrolliert. -3, ihr zerstört eine Kreatur oder einen Planeswalker. -8, jeder Gegner, der keine legendäre Kreatur oder Planeswalker kontrolliert, verliert das Game. Wow, geil. Cool. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Black Seed. Ciao.